Willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest 11. Wir sind wieder an diesem Punkt hier. Wo ist denn wieder mein Kampf gegen... Wie hieß der denn nochmal? Gegen diese Spinne. Geht. Also, wir wissen ja, was passiert. Ne? Der Typ gibt um, die Spinne kommt. Der kranke Kranker. Und wir müssen ziemlich gut durchhalten. Ja, die Frage ist jetzt, was machen wir? Wir versuchen einfach Schaden drauf zu machen und hoffen, dass die Heiler vorher drankommen. Ich hätte mal lieber... Ach, okay, er macht das. Sehr gut. Das macht einfach so viel Schaden, das ist unnormal. Mensch, was bei dir? Wir müssen das irgendwie so machen. Macht einfach so viel Schaden, das ist unnormal. Schau mal, dass man bei solchen Gegnern nicht ein bisschen rauszoomen kann. Auch das noch. Ja.
back on your feet now. I'll put you in a Wir haben doch hier, warte mal, wir haben doch... Überhaupt nicht cool, das Ganze. Das hätte ich mal alle. Auf das machen. Okay. Hat er nicht noch irgendwas richtig Gutes? I hope this helps. Woo!
put you in a stand. Oh, Mensch. Habe ich irgendwas, um Gift zu heilen? Mondraubkraut? Mittelheilung auf. Don't worry, I'm here to help. Soon have that patched up. Ja, auf den kann er auch aufbauen. Die Frage. Okay, mit dem kann sie leider keine Koop-Fähigkeit machen. Schade. Ja.
Wie machen wir das? Die starke Medizin. So, die brauche ich auf jeden Fall. Weg mit dem, ey. Der hat auch genervt. Easy peasy. I feel better than ever. Oh, sie hat einen neuen Zauber gelernt. Verfemmung. And don't come back. I had no choice. A third-rate fighter like me, I was never gonna make enough dough to keep the place open. So when I heard that voice, drifting up from down here, right beneath the orphanage, I listened. All I had to do was help him out, and he'd make me the toughest fighter around. Seemed like a pretty sweet deal. So I said sure. I wanted to win the tournament so bad, needed that money so bad. I knew it was wrong. But that orphanage, man, that's where I was raised. Those kids are my family. I had to do it. I had to. So you let your desire to help the Bairns get the better of you. Well, there's certainly been greater evils done for less good. Tell you what, I'll have a word or two with the mayor. Don't worry, lad. We'll make sure the orphanage is looked after. So chin up, eh?
Just don't let me catch you making deals with nasty beasts again. You hear? Sir, I don't know what to say. Und das haben wir uns auch richtig verdient. Nach diesem extremen Kampf. Wakey, wakey, little soldier. Come on now, time to get up. I said wake up! Morning, darling. Oh Mann, ich will ihn nicht sehen. Hate to drag you out of bed, but we need to head up to the arena. That prize they never got around to giving you? Well, they want to hand it over. Let's get moving before they change their mind. If you're looking for me, I'll be in the cheap seats. Don't forget to give me a wave. Ich weiß nicht, tut er nur so oder ist er wirklich so? Das ist so undurchsichtig bei dem. Bevor irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Speichern wir einfach mal ganz schnell. So. Also. Wir machen hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen. Nächste Folge einschalten, wenn wir den Stab da bekommen. Bis denn!